Core Gamer Production. Hey you guys und willkommen zu Red Dead Redemption 2. Mein Name ist der Rockstar. Und ja, in der letzten Folge von Red Dead Redemption, ja, da haben wir eine schießwürdige Schießerei gehabt. Wir haben Javier befreit aus den Fängen der Safari-Duos. Ich habe den Namen vergessen, tut mir leid, Leute, aber... Okay, ich beruhige mich. Ne, wir haben Javier befreit mit Dutch. Dutch ist ein bisschen abgedreht, der hat eine Oma getötet und das Gold liegen lassen. Meine Fresse, er hat das Gold liegen lassen. Leute, wir sind arm, wir sind am Arsch der Welt, aber... Ey, ist das nicht geil hier? Uncharted, ich komme. Weißt du, wie Spiele auf andere Spieler wieder Bock machen, aber ich habe selber Bock auf Red Dead Redemption, das ist ein Teufelskreis, Leute. Ich werde nie wieder neue Spiele zocken können. Ja, du warst unsere fremde Person. Hallo? Ja, geil. Wir sind betäubt worden. Yay. Was war das für eine Scheiße? Oder das war ein Moskito? Ich glaube, das war ein Moskito. Soll das so? Spiel? Entfesselte Wildheit. Wir haben nicht gewettet. Die ohrfeigen Wette gilt nicht, mein Freund. My name is Leviticus Cornwall. ¿Quién es este hombre? Leviticus Cornwall. Ernsthaft, Arthur? Me estaba siguiendo en el bosque, un tipo raro. Das erinnert mich gerade voll an Far Cry, wo wir wegen Wes gefesselt wurden. Arthur, schaukel dich hoch, mein Freund. Schaukel dich hoch. Wir müssen diesen Verrückten entkommen. Oder wir werden kläglich scheitern. Und wir schaukeln und schaukeln. Hey ho, wo bleibt der rum? Weiter weiß ich nicht. Zupacken. Zack. Und jetzt drauf, auf ihn drauf. Peiniger. You okay? I don't know. Oh, maybe there's still time to get to the other workers. Oh yeah. I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? I'll show you. Baptiste, you don't look good. You should rest here. Okay. You'll need this. Go. Go. Come. Follow me. Stay close behind me. I know a way we can sneak around. Okay. Keep quiet and don't kill anyone. If they catch us, Mann, they'll murder the workers for sure. Who was that, Phil? Shh. One of Hercule's men. Quick. Hide. Schnell versteck dich, ja gut. Pedro, es una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guarma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes, entiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. Tan solo tres meses más y a casa. Por favor. Okay. They moved. Naja, die stehen noch da hinten. Look out! Come on, follow me!
Aber wie gesagt, ne? Die... Ja, ja. Okay, follow me. Die Synchro-Stimmen sind immer so stimmig bei Rockstar Games. Schon damals bei San Andreas gewesen und hier dann auch wieder, ich weiß nicht wieso, aber das ist immer so stimmig. Da legen die auch halt wieder großen Wert drauf. Wie ich immer halt behaupte, es ist immer so meckern auf sehr hohem Niveau. Take cover on the other side of the store. Criado por el mismo diablo. Weil das perfekte Spiel gibt es ja nicht und jemand hat immer was zu meckern und auszusetzen. Hallo, ich bin hier. Ahorcar es un trabajo tedioso, ¿ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Die Schreie im Hintergrund machen mir ein bisschen Sorgen, aber hey, das ist dann halt so bei einer Irrenanstalt. Entweder ist der blind oder dumm. Beides vielleicht. Mein Freund, wir können weiter, oder? Leon, ich komme. Maldito bastardo! Bitch, get up! Get them down from there! Shoot the ropes! Das hat bestimmt niemand gehört. Keine Sorge, Affe morgen. Der Tod auf zwei Beinen regelt das schon. Aber die Flinte gefällt mir, die wir haben. Oder das Gewehr. El Bastardo, ja, ja, gut. Wir sollten Deckung nehmen. Es wird immer mehr. Ja, kommt da rausgehechtet. Duck, duck. Und. Naja, wir haben ihn nicht getroffen, aber dafür schießen wir ihn in 3, 2, 1, warte. In 3, 2, 1. Ne, warte. Es kommt gleich. Jetzt. Nein, ich meine gerade gleich in der Vergangenheit der Zukunft schießen wir ihn bestimmt jetzt gleich ins Gesicht. Gib mir nur ein paar Minuten. Danke. So, jetzt haben wir ihm ins Gesicht geschossen, habe ich ja gesagt. In der Vergangenheit der Zukunft schießen wir den Leuten ins Gesicht. So ganz einfach. Ach, guck mal da oben. In dein Gesicht. Und in dein Gesicht. Hasta la vista, baby. Okay, das hat jetzt... Das war jetzt nicht so geil, aber hey, das hat irgendwie gepasst. Wie lange brauchst du, um die Leute aufzuschneiden? Also loszuschneiden? Meine Fresse. Thank you. My pleasure. This place makes me miss home. Take care, my friend. Hercules getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home. Immerhin haben wir uns was verdient. Arthur Morgan. Ein Herz, eine Seele. Die Hölle selbst kann nicht wüten. Boah, die Mucke, Leute. Alright. Now,
We did what you asked. It's like I said. Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, I'm afraid. Fuso has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Quick! Follow me. Ich finde seinen Akzent so richtig geil. Also irgendwie voll cool, ich weiß nicht. Habe ich selten, ich höre selten so einen Akzent. So now we have a real problem. This must be the boat he called in from Cuba. That's a goddamn warship. You kind of have to hand it to this feller. Busterschiff, ich sehe kein Schiff. So what now? We fight or we won. Any of you boys feel like running? So what do we do? I will go get the cannon ready. Okay, let's get to it. Okay. Shoot them, man. Shoot them. Fellers on the beach. We got more coming at us. Willkommen im Krieg der südamerikanischen Geschichte, wo Alpha Mong und die Wendelin Gang den Krieg beendeten. Wie auf Spatzen schießen. Ach Mann, stirb doch endlich. Stirbt immer noch nicht. Er dafür, aber er. Oder auch nicht. Was mit dem Gewehr hier? Ah, geht doch. Herkules. Warum hast du den Namen Herkules, wenn du eine verfickte Kanone nicht in Position bringen kannst? Nein, meine Güte, wir müssen ihnen natürlich wieder helfen, weil wir sind Alpha Morgan, der Superheld unter den Revolverhelden. Ja, das war ein vernünftiger Satz, ich weiß. Aber da, Boote, Boote, Boote. Boote, Boote, Boote. Verdammt, wir sind sowas von am Arsch. Let's go down and clear them off the beach. Wait, wait. I'll come too. And me. We'll guard this thing. Grab that shotgun out there. There's a lot of guns out there. So, what do we do? I say we push forward, because if we don't, we're gonna die here and now. Okay, then. Follow me? This is kind of fun. Das macht irgendwie Spaß. Ja. In dein Bauchgesicht. Egal. Aus der Hüfte. So sollte das auch sein. Okay, der hat kein Gesicht mehr. Lebe Fussars Soldaten. Mit Vergnügen, weil der Dutch, der ist auch so, jeha, wir machen alle fertig. Und ich so, ey, nein, du bist selbst wieder, aber wir müssen das machen, weil das Spiel ist uns so vorge... Und dann, ey, hey, es klappt und geil. Haben wir jetzt, die Führung übernommen? Anscheinend schon. Und was mache ich? Ich weiß es nicht. Ich nehme irgendeine Seite, Leute. Ich helfe aber auf beiden Seiten so rum.
schon klar, dass noch weitere Boote kommen. Aber was soll man machen? Guck mal, wie gechillt die da rumlaufen. Ja, dann bist du tot, du bist tot. Sehen wir uns das ganze Spektakel etwa an hier, oder was? Ah, nicht mehr lange, mein Freund, nicht mal lange. Und da sind sie alle schon tot. So in dein Gesicht. Da ist noch einer, da ist noch einer. Die Wellen. Die Wellen sind sein bester Freund, oder was? Okay, wir folgen Herkulus und Dutch. Ich weiß, der ist anders, aber ich nenne ihn gerne Herkulus. Wo ist die Flinte? Wo ist die Flinte? Ist das die Flinte? Doppelläufige Flinte. Ihr wollt mich wirklich verärgern? Okay, ich sehe das Kriegsschiff gerade. Dutch steht drauf, Blut zu vergießen. Er ist auf den Geschmack gekommen, so wie wir auch, denn wir sind der Teufel in Person. That's the problem. It doesn't matter how many we kill. He will have the money to get more. Okay. An der Seite hochklettern. Jetzt kommt Assassin's Creed hoch. Also Red Dead Redemption meet Uncharted meet Assassin's Creed. Und warum nicht? Hey. Ja, ja. Ich komme ja. Obwohl, eine Kanone, wird das wohl ausreichen? Wir müssen ein bisschen höher ziehen, oder? Okay. Try again. We have to land more shots. At our ammunition. Reloading. Und los geht's. Los geht's. Wir schießen ja so schnell wir können. Ta 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 ta. Schieße, Affa, schieße. Wie eine Kanone versinkt so ein Riesenschiff. Mit mehreren Kanonen? Irgendwas machen die Leute falsch. Let's get down from here. Come on. That was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. Get cool. It was a great pleasure to make your acquaintance. Der Krieg ist gewonnen. Doch wollen wir eigentlich von hier weg? Wollen wir das wirklich? Denn egal wo wir hingehen, der Tod begleitet uns. Sag ich ja, wir sind der wandelnde Tod auf zwei Beinen. Ist das gerecht? Oder sehen wir uns nur nach Frieden und Glückseligkeit? Das und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge von Red Dead Redemption 2. Scheiße, ich kann dabei nicht ganz bleiben. Im Paradiese glücklicherweise entkommen. So rum. We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions, so when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. He's thorough, nasty, and vindictive. However,
In this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you. Herr Kuhl? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. Herr Kuhl, we follow you. Anale, this way. Okay, die Folge ist noch nicht beendet, wenn jetzt holen wir uns den Captain zurück. Captain, willkommen. Mit Dynamit werden wir uns den Weg freisprengen. Das gefällt mir doch. Yes, Sir. Und weg mit dir. Okay, we're clear. Let's plant the explosives. Haben die so einen Zeitzünder? Nein, you wir haben eine Lunte. Properly, Cowpoke? I think so. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Mike. Come on, run! Du Vollidiot, wir haben uns nicht mal angesteckt. Dieses schamlose Lachen von ihm auch noch, ne? Die Flinte, unser bester Freund. Der Feind. Guck dir mal diesen Schuss an. So muss das, Leute. Keiner kann uns mehr stoppen. Gliedmassen fliegen durch die Gegend. Wir sind das Alpha und das Omega. Wir sind Alpha Morgen. Look out! One coming down the stairs. Let's go. I'll be back. Wir sind der Terminator. Ganz easy und locker nachladen. Wir verteilen Schrot an jeden. Keine Sorge, wir haben genug Schrot. Für alle. Head up the stairs and get the rest of them. Wait here for a second for the others to catch up. Ja, die kommen schon nach. There'll be more coming. We'll hold them off. Up here, Arthur. We'll have a better view. Folge Dutch. Dutch, hast du einen Plan? Okay, da nützt uns die Flinte nicht so viel. Aber dafür unser Gewehr. Denn das ist nur mein Gewehr. Fast fertig, soll ich mal schießen? Okay, boys, we are live. Stand back. Explosions. This way. Let's go. Rette den Captain, Captain, wir kommen. Okay. Let's deal with these. Verdammt, du hast ihn in den Arsch geschossen. Da kommt schon her, kommt schon her. Ah, das ist unser Herkul, unser Herkules. Okay, sehr riskant, was wir hier gerade machen. Wir brauchen Leben. Wir haben kein Leben. Scheiße. Things out here.
Bestimmt hat die Wache was. Damit wir unser Leben auffüllen können. Ich hoffe. Ah, warum? Macht uns dann ausdauern und besser. Ja, ja, Captain, ich komme. Ja, das musste sein. War ja klar wieder. I got you now, you bastard. Naja, nicht ganz. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually, I'm sure we will. But not today, and not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are, which is why you're going to let us leave. Or you are dying right here, my friend. We've killed better men than you fools. Here! Gänsehaut, Moment. You saved my life. Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain's hand. Let's go. Gentlemen. Back to the ship. Gentlemen. Gentlemen, ich muss noch kurz den plündern hier. Die Affa sich Zeit lassen tut. Folge der Bande zurück zum Schiff. Ja, chill. Musst du noch diese 43 Cent für mich beansprucht. Oh, die Leute, ihr seid wieder in Schwierigkeiten. Da muss der gute Affe euch wieder rauswerfen. Doppelkill. Wo denn? Da. Schrei woanders. Scheiße. Come on, let's finish this corner. Schmeiß diese Scheiße weg! Nein, nicht dahin! Oh, scheiße, Fusa! Nein, Fusa! Was, er hat überlebt? Hier! Nimm das! Und das! Und das. Oben auf dem Haus. Oh, scheiße. Keine Munition mehr. Hey, Fusa ist auf der Seite. In the tower? Yes. Yes, that's him. This goddamn idiot. Mit einer Gatling-Gang. Sehr schön. Lauf, lauf, lauf! Can you get to that? I'll try. Ey Mann, die Kanone. Use the cannon, Arthur. Auf zur Kanone! Auf, auf! Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Wie? Wie kommen wir in den scheiß Turm rein? Ah, durch das Fenster. Wenn Arthur möchte. Arthur, du kannst durch das Fenster klettern. Ich sehe das schon vor mir. Und die Mission ist gescheitert, weil Arthur nicht durchs Fenster klettern wollte. Herkul ist gestorben. Ja, was macht der gute Typ da auch?
Warte! There's another cannon from the head on our left. Can you get to that? I'll try! Wie sollen wir aber da hochkommen? Ah, warte, wir haben noch. Wir haben Sprengstoff. Weg hier, Affa, weg hier. Was? Das ist eine stabile Holzwand. Sag ich euch. Wie sollen wir in die Scheißkanone? Ach so. Ach, da ist noch eine Kanone. Ah, okay. Ich hab's gecheckt. Ja, gut. Tut mir leid. Ich bin dumm. He's shooting. We have to take him down. Ich sollte auch lesen, eine andere Kanone und auf ihn hören. Benutzen. Ausrichten, zielen. Da oben ist er. Feuern. Krieg bleibt immer gleich. Das haben wir in Fallout 4 gelernt. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on. We'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to IT. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. We survived. Just about. Wir haben überlebt. Aber wie oft überleben wir noch? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore one by one, find out what's what. We don't cut and run now. Head back to Blackwater. No. Why not? Because last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like. Like our luck has turned, you know? And I ain't turning back. We had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one. And you know it. Maybe. Not maybe. We need to split up. Keep a low profile. Try to track down the rest. Carefully. See if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up. We gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy. And that's not what I thought we were gonna be doing here. We have been in a bad way. Listen. I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine, but that is who I am. Anyone disagree? Anyone? Ladezeiten, Ladezeiten, Ladezeiten. Suche in Shadyville nach der Bande. Aber nicht mehr heute, denn wir sagen an dieser sensationellen Stelle See you guys und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit Red Dead Redemption 2. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.